Ganz kurzer Hinweis, ich habe noch genau 8 Blobcat-Plüschis auf Lager, dann sind sie ein für alle Mal komplett ausverkauft. Wer den Kanal und meine Projekte unterstützen möchte, kann daher ein Plüschi und oder ein Shirt ergattern. Und ebenso gibt es langsam echt vielen coolen Stuff von meiner YouTuber-Gruppe Rotten Mushroom. Link zum Shop findet ihr in der Beschreibung und nun zum Video. Salsa Shark! Ich habe richtig Bock darauf, dass keine Firma mehr mit mir zusammenarbeiten möchte. Von daher, nach Bethesda, knüpfen wir uns mal die nächste vor. Square Enix hat vor Ewigkeiten begonnen, ihren Bullshit zu starten. Damals noch mit überteuerten und richtig schlechten Smartphone-Ports oder auch 2009 mit My Life as a Dark Lord, ein WiiWare-Spiel, das mit Pay-to-Win vollgestopft war, obwohl es an sich bereits Geld kostete. Die Anzeichen waren früh da, dass es schlimmer wird. Und jetzt, wo die Firma die nächste Bombe platzen ließ, müssen wir einfach über sie reden. Dreht mal an alle KI und Crypto- bzw. NFT-Bros. Ihr könnt schon jetzt in die Kommentare gehen, um euren Stuss abzulassen und darüber zu jammern, dass die Welt dummerweise schlau genug ist, um nicht auf diesen NFT-Scam reinzufallen. Alle anderen haben dann das Recht, mit dem Finger auf euch zu zeigen und herzhaft zu lachen. Kann es kaum erwarten, zum tausendsten Mal zu sehen, wie irgendwer versucht, diese ganze Scheiße als sinnvoll und missverstanden zu betiteln. Wo wir das aus dem Weg haben, möchte ich mit euch über Square Enix sprechen. Ein japanischer Entwickler und Publisher, der schon seit über ein Jahrzehnt alles dafür tut, damit man ihn hasst. Egal welcher aktuelle Scam oder Bullshit bekannt wird, Square Enix ist immer ganz vorn mit dabei, um sich daran zu bereichern. Der Grund, warum dieses Video nun endlich existiert, obwohl es schon längst überfällig war, ist schnell erklärt. Square Enix möchte mehr auf KI setzen bei der Spieleentwicklung. Nicht nur mehr, sie möchten aggressiv KI nutzen. Und glaubt mir, damit meinen sie nicht ChatGPT zu befragen, wenn man mal Programmierprobleme hat. Sie sagen ganz deutlich, dass sie KI nutzen möchten, um mehr Content zu erzeugen für ihre Spieler. Denn das ist das Square Enix von heute. Es geht nicht um Qualität, es geht nicht um Ambitionen, es geht um Content, Masse, Quantität, so viel Zeug wie es nur geht und das so günstig wie möglich produziert. Was könnte KI nicht alles Tolles machen? Wie wäre es mit unendlich viele Bullshit-Quests in Final Fantasy XIV? Ausgespuckt von einer KI, damit die Spieler irgendetwas zu tun haben und man dadurch weniger Geld investieren müsste in Questschreiber. Oder wie wäre es, wenn die KI die Dialoge von NPCs schreiben würde, damit man mit inhaltslosem Gebrabbel genervt wird, um so die Spielzeit zu strecken? Wozu einen Menschen beauftragen und bezahlen, der da viel Idee in die Texte steckt, wenn man auch Kauderwelsch erzeugen kann? Und das umsonst! Es ist nicht relevant, ob das Geschriebene dann wertvoll oder wichtig ist, denn das ist das, was Square Enix mit Content meint. Ich hatte mal das Glück, mit jemandem an einem Videospielprojekt zu arbeiten, der ebenfalls KI ganz toll fand. Für ihn war klar, damit kann ich zwei Grafiker komplett ersetzen. Das ist doch toll! Und das ist das, was mir aufgefallen ist. KI wird in diesen Fällen immer nur von Leuten gefeiert, die nicht sehr kreativ sind und anscheinend auch nicht in der Lage sind, sich Fähigkeiten anzueignen. Oder einfach halt zu faul sind. Warum 20 Jahre des Lebens damit verbringen, zeichnen zu lernen, wenn ich doch jetzt auch einfach eine KI nutzen kann? Und am Ende, wenn man anmerkt, dass das gestohlene Bilder sind, kommt immer die Ausrede, wenn dank meinen Worten ein Bild geschaffen wird, das man mit der umgekehrten Bildersuche nirgendwo finden kann, warum sollte es dann gestohlen sein? Man hätte ja niemanden beklaut, so wie diese bösen, kreativen Menschen es immer behaupten. Und da kommen wir zum Punkt, wo man sich fragen muss, wie KIs denn diese Bilder generieren. KI nutzt Trainingsdaten, um Bilder zu erschaffen. Um auch nur ein Bild von einer Anime-Figur zeichnen zu können, mit bestimmten Features muss die KI tausende Bilder gefüttert bekommen, die ähnlich sind, um dann aus dem Mix etwas Neues zu erstellen. Und diese tausenden Trainingsbilder sind immer gestohlene Bilder, da es keine Ansammlung an Bildern gibt, die reichen würde, damit man ein Trainingsmodell legitim mit genug Bildern füttern kann, damit am Ende etwas Sinnvolles dabei herauskommt. Solange eine KI nicht ohne fremde Daten auskommt, ist es gestohlene Arbeit, weil ohne diese fremden Daten die KI gar nicht existieren würde. Man kann es nicht damit vergleichen, dass ja auch Menschen sich inspirieren lassen, nachmachen und remixen, da ohne diese Trainingsdaten eine Maschine, anders als ein Mensch, nicht in der Lage wäre, auch nur irgendetwas zu erzeugen. Und es wundert mich absolut kein Stück, dass eine Firma wie Square Enix so geil auf diese Technologie ist, dass man deren Meetingräume nicht mit einer UV-Lampe bestrahlen sollte. Denn im Videospielbereich sind sie neben KI auch die Spitzenreiter, wenn es darum geht, NFT-Scam-Bullshit weiterhin zu pushen. Nicht mal Konami ist so korrupt wie Square Enix in dieser Hinsicht, was schon traurig ist. Um mal ganz kurz zu erklären, was NFTs sind oder beziehungsweise wie sie funktionieren. NFTs sind die Lösung für ein Problem, das wir noch nicht gefunden haben. Sie basieren auf der Blockchain-Technologie, bei der dezentralisiert Werte abgespeichert werden, wie zum Beispiel in einer Datenbank.
Dezentralisiert bedeutet, dass es nicht diese eine Datenbank gibt, irgendwo auf einem Server abgespeichert. Stattdessen ist es eine Textdatei, in der jeder Eintrag nach und nach ans Ende angehängt wird und alle besitzen eine Kopie von dieser Datei. Wenn man also zum Beispiel den 10. Blockchain-Eintrag angucken möchte, braucht man die komplette Datei mit allen vorherigen und darauf folgenden Einträgen, da es eine Kette an Blöcken ist, die sich alle gegenseitig zusammenhalten. Damit nicht irgendwer diese Datei modifizieren kann, muss jeder Blockchain-Eintrag verifiziert werden. Das Verifizieren klappt, indem man einen Algorithmus nutzt, der einen egal wie langen Text zum Beispiel in eine 8 Zeichen lange Kombination umwandelt. Bedeutet, dieser Text würde immer diese 8 Zeichen ausspucken. Und würde man auch nur einen Buchstaben ändern, gibt es ein komplett anderes Ergebnis dank dem Algorithmus. Das bezeichnet man als einen Hash. Dieser Hash wird dann mit dem Text in einem Block gespeichert. Jetzt macht man einen zweiten Blockeintrag und verkettet ihn mit dem ersten, indem man den Hash des vorherigen Blockes ebenfalls in den neuen Block packt. Zum Beispiel nennt man den dann Parent Hash. Wir schreiben einen neuen Text für diesen Block und erstellen einen Hash aus dem Parent Hash und den jetzt geschriebenen Text. Jetzt erstellen wir einen dritten Blockeintrag und packen da wieder den Parent Hash rein, einen Text, neuen Hash aus Parent Hash und Text und so weiter. Warum das Ganze? Ganz einfach. Wenn wir checken wollen, ob unsere Blockchain nun wirklich legitim ist und niemand auch nur einen Buchstaben geändert hat, können wir die Hashes von jedem Eintrag checken. Wenn auch nur ein einziger Buchstabe irgendwo verändert wird, ergeben die Hashes danach absolut keinen Sinn mehr, da auch nur ein anderer Buchstabe einen komplett anderen Hash erzeugen würde für alle Sachen, die danach kommen. Dadurch wäre die Kette unterbrochen und man weiß, hier wurde rumgedoktert, diese Blockchain-Datei ist falsch. Dadurch ist es dezentralisiert, weil keine externe Macht benötigt wird, um das Ganze zu überschauen. Wozu braucht man das Ganze? Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, dass es die Lösung für ein Problem ist, das wir noch nicht gefunden haben. Was CryptoBros euch erklären möchten, ist, dass es dadurch möglich ist, einzigartige Quittungen zu erstellen. Für alles Mögliche, für alle einsehbar. Ein Text könnte enthalten, Max Mustermann besitzt ein Ticket für das Mustermänner-Konzert. Und schon hätte man dezentralisierte Konzertkarten. Was CryptoBros nur immer wieder verdrängen ist, dass Veranstaltungen von einer Firma veranstaltet werden, die ihre eigenen Datenbanken benötigen, mit den Kundendaten, mit dem Beweis, dass etwas bezahlt wurde, etc. Und diese zentralisierte Sache ist für diese Firma logischerweise effektiver als irgendeine dezentralisierte Blockchain-Kacke. Genau wie der Staat logischerweise wissen möchte, welches Haus man besitzt oder welches Auto man fährt. Das zu dezentralisieren klappt nicht, wenn man mit zentralisierten Dingen arbeitet. Oder doof gesagt, es gibt absolut keinen einzigen Mehrwert für NFTs in unserer Welt. Ihr Sinn ist es, ein einzigartiger Text zu sein, der in irgendeiner Datei schlummert, damit jeder diesen Text sehen kann und der auch nicht veränderbar ist, da sonst die Hashkette zerbricht. Aber, und das ist das Geile, man kann damit wunderbar Betrug betreiben. Wie wäre es, wenn in diesen Text, den man da abspeichert, eine URL reinmachen würde und die führt dann zum Beispiel zu einem Bild, wodurch bewiesen werden kann, dass einem dieses Bild gehört. Man besitzt dann ein digitales Bild. Natürlich ist das absolut bescheuert. Du müsstest ja erstmal genau diesen Blockchain-Eintrag finden, damit du weißt, wem das Bild gehört. Und es gibt ja nicht nur eine Blockchain, sondern halt Hunderte, gar Tausende. Und nur weil du einen Link zu einem Bild auf einem Server hast, heißt es ja nicht, dass das Original ist. Das Original könnte ja auch auf einem anderen Server sein. Und deswegen ging es schon immer darum, den Leuten vorzugaukeln, dass es etwas wert wäre. Man gibt einer Sache irgendeinen Wert und macht dann ein paar Fake-Auktionen mit Millionen von Euro, damit mehr und mehr Leute denken, dass diese Dinge wirklich einen Wert haben und so darauf reinfallen. Das klappt ja zum Beispiel beim Gebrauchsspielemarkt und bei Pokémon-Karten auch super, was ebenfalls eigentlich ein Scam ist. Aber das thematisieren wir dann wann anders. Leicht zu manipulierende Menschen fielen jedoch mega hart auf diesen Scam rein und sind bis heute noch fest davon überzeugt, dass sie eines Tages Geld machen können, indem sie in NFTs investieren. Ohne zu begreifen, dass das Ganze ein Schneeballsystem ist, bei dem nur die reich werden, die als erstes die Leute verarscht haben. Heutzutage sind wir ganz unten beim System angekommen, wo die letzten Dummen versuchen, noch dümmere Dumme zu finden, die ernsthaft Geld in diesen digitalen Abfall investieren wollen. Dass währenddessen Blockchain-Technologie so viel Strom frisst, dass es mitverantwortlich ist für unsere aktuellen Weltprobleme, sei dabei mal so nebenbei angemerkt. Und dass Square Enix so ein wahrlich beschissener Publisher ist, versuchen sie natürlich auch diesen Scam zu pushen. Wie wäre es mit einer Cloud-Action-Figur, die für nur einige Euro mehr auch ein NFT enthält? Dieser NFT soll ein Echtheitszertifikat sein. Das bedeutet, und ich zitiere, das digitale Echtheitszertifikat bietet einen Nachweis der Echtheit für den Erstkauf der Figur. Die digitale Version der Figur kann über eine spezielle Webseite auf Smartphone oder PC genossen werden. Bedeutet, man bekommt ein NFT mit einer URL zu einem JPEG der Figur, wo dann sicherlich dazu steht, danke für die 20 Euro mehr, du Opfer. Aber sowas reicht nicht.
Square Enix entwickelt auch NFT-Spiele. Symbiogenesis ist ihr neuestes und daher nicht ihr erstes NFT-Spiel. Es wird als RPG beworben, indem man die Story mitformt und nur die drei besten Spieler dürfen dann das Ende des Spiels bestimmen. Dieses Spiel basiert auf Ethereum und Polygon und lässt Items in NFTs umwandeln. Wozu? Warum? Spekulation. Hoffen, dass dieser NFT, den man da bekommt, mit einem Text, der sagt, ich bin folgendes Item, auch nur irgendwie für irgendjemanden etwas Wertvolles sein könnte, damit man halt den Verkauf bekommt. Immerhin ist dies die Idee von NFT-Spielen. Verdiene, während du spielst. Aber auch hier haben die Crypto Bros nicht begriffen, dass, damit man auch nur irgendwie etwas verdienen kann, es erstmal Dumme geben muss, die einen Wert in NFTs sehen und es auch abkaufen wollen. Wenn es keine Käufer gibt, ist der Wert von NFTs effektiv null. Und genau deswegen versuchen diese Menschen schon fast religiös euch allen einzureden, dass NFTs super sind. Weil nur dann funktioniert der Scam, wenn andere dumm genug sind, die Scheiße zu kaufen. Erinnert ihr euch noch, als vor 12 Jahren Diablo 3 ein Auktionshaus hatte, um gegen Echtgeld Items zu tauschen? Alle liebten das. Jeder fand das richtig geil. Es war so gut, dass alle es nachgemacht haben. Oh halt nein, es zerstörte das Spiel und es ist beeindruckend, dass nach der Aktion Blizzard überhaupt noch existierte. Spätestens da hätten alle begreifen müssen, dass Activision komplett die Kontrolle über Blizzard übernommen hatte. Aber seltsamerweise wollen das viele heute weiterhin nicht sehen, trotz endloser Ausbeutung der Fans. Aber ja, dieses Auktionshaus als eigenständiges Spiel wäre ein typisches NFT-Spiel. Nur, dass es dann eben auch noch die Umwelt zerstört. Wollt ihr wissen, was man in Symbiogenesis macht? Einem NFT-RPG, entwickelt von Square Enix, die immerhin noch eine Marke haben, die Leute gut finden? Es ist ein Wimmelbildspiel. Nein, ich verarsche euch nicht. Ein verdammtes Wimmelbildspiel. Das Gameplay besteht daraus, Texthinweisen zu folgen, die in leichten Rätseln einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Objekt beschreiben. Und dann muss man das recht pixelgenau anklicken. Die Schwierigkeit ist, dass man nur 10 Klicks pro Tag hat. Und so bekommt man seine NFTs. Dinge anklicken. Das moderne Square Enix, meine Damen und Herren. Und nein, es ist nicht ihr erstes NFT-Rodeo. Es gab ebenfalls Final Fantasy VII NFT-Karten und dieses seltsame NFT-Spiel von einer Spielreihe, die es bei uns, glaube ich, nicht gibt. Dieses Spiel gibt es nur, weil es von derselben Reihe vorher NFT-Karten gab und das bereits 2021. Und genau diese Karten sind wohl der Hauptgrund, warum Square Enix diesen Scam überhaupt betreibt. Weil in ihrem 2021-Finanzbericht hervorgehoben wurde, dass diese digitalen Karten ausverkauft waren. Und sich daher mega lohnten. Ich meine, stellt euch vor, Artwork nehmen, das es bereits gibt, daraus NFTs machen und die für Geld verkaufen. Man macht regelrecht Geld aus absolut nix. Genau das, was der feuchte Traum der Firma ist. Content, mehr Content, Hauptsache Content. Denkt nicht darüber nach, was der Content ist. Genießt einfach mehr Content auf Smartphone und PC. Ich wünsche, dass es nun der Bullshit war, den Square Enix so verzapft. Aber nein, natürlich nicht, denn Square Enix ist nicht nur dafür bekannt, ihre eigenen Marken größtenteils über schlecht zu behandeln, sie sind auch richtig schlecht darin, mit westlichen Studios umzugehen. An dieser Stelle danke an meine Patrons, die diesen Kanal und all meine Projekte am Leben halten. Und speziellen Dank geht an meine Top-Patrons namens Kavoru-kun, Gabriel Rother, Arrow, SIJBK, Domi Kuma, Sebe from Germany, Jack Pulp James, Strakur, Captain of Yorzel, Akino Kiritani, Magical L, Let's Pain, Shiny, Steini, Telnia, Mars3000SP, Zuluplay, Trendychok, Virusan, Die Wahre Keule, MGAP, Legend495, Pixelcat, Neo127, Aaron DC und Torxon. Alles fing an, als sie damals das Tomb Raider Reboot als finanziell enttäuschend betitelt haben. Das Spiel hatte sich in kürzester Zeit 3,4 Millionen Mal verkauft. Auf komplette Verkäufe gesehen, hat sich das Reboot sogar häufiger verkauft als das originale Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider sitzt bei 4 Millionen verkauften Spielen, das weiterhin nicht schlecht ist, aber weniger als viele der anderen Titel. Jedoch weit weg von den am schlechtesten verkauften Tomb Raider Spielen. Sleeping Dogs verkaufte sich 1,7 Millionen Mal. Für eine komplett neue Franchise ist das ziemlich gut. Square Enix war unzufrieden. Hitman Absolution über 3,5 Millionen Verkäufe, damit genauso viel wie das damalige Hitman 2. Square Enix nannte es eine Enttäuschung. Square Enix gab den westlichen Studios, die sie selbst aufgekauft haben, die Schuld, dass sie so schlechte Zahlen hätten. Dieser Trend setzte sich für immer fort. Ein Studio veröffentlicht ein Spiel, Presse und Spieler lieben es verkauft sich gut, Square Enix ist unzufrieden. Und währenddessen merkte man auch den Einfluss des Publishers auf die Spiele. Sei es ein Tomb Raider, Deus Ex oder Hitman. Alle Spiele wurden einfacher, abgespeckter, mehr Spektakel und weniger das, was sie eigentlich damals ausgemacht haben. Es kam der Moment, wo Square Enix so unzufrieden wurde, dass man diesen Spielen die Schuld gab, dass all ihre eigenen Spiele nicht mehr laufen würden. Diese westlichen Spiele würden ihre eigenen Spiele kannibalisieren.
Gott, ich musste so viel Scheiße für die Recherche durchlesen, das glaubt ihr nicht. Ja, also die Studios mussten daher weg. Crystal Dynamics und Eidos sind nun bei der Embracer Group, eine schwedische Investmentfirma, die genauso typisch inkompetent ist, wie man es sich bei Investmentfirmen vorstellt, die ohne Sinn und Verstand einfach alles schlucken. Und wie man es erwartet hat, fingen sie natürlich an, richtig schlechte Zahlen zu haben und schließen nun nach und nach die Studios, die sie aufgekauft hatten. Über 900 Leute mussten sie bereits entlassen, was beeindruckenderweise nur 5% ihrer Mitarbeiter sind. Mehr Entlassungen werden aber bald folgen. Kannst kaum erwarten, bis irgendwann 5 Firmen alle Videospielentwickler besitzen und alle gleichzeitig pleite gehen. Das wird super. IO Interactive, die Entwickler von Hitman, haben es stattdessen weitaus besser getroffen. Der dänische Entwickler hat es geschafft, einen Management-Buyout zu vollführen. Bedeutet, das Management der Firma konnte sich selbst freikaufen, wodurch sie wieder independent wurden. Zum perfekten Zeitpunkt. Das Hitman-Reboot war mehr das, was die Fans eigentlich wollten, nachdem Absolution alles enorm versimpelt hatte. Aber Verkäufe waren schleppend, als es 2017 erschien. Also auch in dem Jahr, wo Square Enix alle Studios verkauft hatte und auch dieses Spiel publishte. IO Interactive nutzte die neu gewonnene Freiheit, um am Spiel weiterzuarbeiten. Und dadurch entstand dann Hitman 2, ein direkter Nachfolger, der wie ein riesiges Add-on für Teil 1 ist. Der wurde dann von Warner Bros. Gepublished. Immer mehr und mehr Spieler bekamen mit, dass Hitman wieder die einzigartige Spielreihe von früher war, wodurch IO genug Geld hatte, um Hitman 3 zu veröffentlichen. Dieses Mal komplett selbst gepublished. Und daraus entstand dann das absolute Hitman-Spiel, das Hitman 1, 2 und 3 kombiniert. Kurz gesagt, es ist das erfolgreichste Spiel, das IO je entwickelt hat. Über 5 Millionen Spieler haben es gespielt. Ich denke, nichts deutlicher zeigt auf, wie Square Enix die Entwickler zurückgehalten hat, als IO Interactives Hitman-Erfolg. Square Enix scammt ihre Spieler mit NFTs, nutzt moralisch verwerfliche und möglicherweise auch bald teilweise illegale KI-Technologie und hat ihre Studios komplett zurückgehalten und dann die resultierenden Spiele als finanzielle Flops betitelt, obwohl sie es erstens nicht waren und zweitens es ihnen selbst zu verschulden ist. Was können wir also 2024 von dieser tollen Firma erwarten? Viel Final Fantasy Nostalgie, Dragon Quest Nostalgie, irgendein Spiel, das Mana im Namen hat, weil Nostalgie und ganz viel NFTs, denn ja, sie möchten das weiterhin pushen. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ich es persönlich als fatal ansehe, jetzt irgendwelche Ausreden für Square Enix zu erfinden, weil man gerne Final Fantasy 14 oder sowas spielt. Ich denke, vor allem als Square Enix-Fan wäre es jetzt wirklich dumm, die Augen und Ohren zu verschließen und lalalala zu brüllen. Das haben die Konami-Fans damals getan und ernsthaft, schaut, was aus der Firma geworden ist. Konami hat 1:1 das gemacht, was Square Enix aktuell tut. Jetzt also wegsehen würde bedeuten, dass die Zukunft nur richtig nervig wird als Square Enix-Fan und es womöglich bald besser wäre, kein Fan mehr zu sein.